heute feiern wir mit großer Feierlichkeit, und es sind ja auch sehr viele gekommen, die Gründungsheiligen unserer Erzdiözese. Das ist in der einsamen Spitze der heilige Rupert, aber dann bald seine Nichte, die heilige Ehrentrudis, und dann ein bisschen später noch der heilige Virgil. Wir haben 1300 Jahre Sterbetag von beiden. Es werden immer die Reliquien vom heiligen Rupert hierher getragen, aber heuer haben wir, weil auch der Sterbetag von der heiligen Ehrentrudis war, haben wir auch die Reliquien von der heiligen Ehrentrudis mitgetragen. Dieser kleine Schrein, der wird in der Abteikapelle aufbewahrt, in meinen Amtsräumen. Und da ist eine Kapelle und da ist dieses Hagerl, wie wir es nennen, aufbewahrt. Und das ist mir eine große Freude. Und ich gehe auch immer wieder dorthin, um zu beten. Und in allen Anliegen komme ich zur heiligen Ehrentrudis. Es ist leider in der Kirche so, dass die Frauen immer etwas unter den Tisch fallen. Die heilige Ehrentrudis ist eine ganz wesentliche Begleiterin im Aufbauwerk des heiligen Rupert. Sie ist eine Verwandte von ihm gewesen, vielleicht eine Nichte. Es wird immer auf Altären als Pendant zum heiligen Rupert gesehen, also oft noch stärker sogar als der heilige Virgil oder der heilige Vitalis. Ich weiß eigentlich nicht, warum sich da die Männerkirche dann in den letzten, sage ich mal, 200 Jahren so durchgesetzt hat. Das war ja heuer einzigartig, dass die ehrwürdigen Schwestern mit der hochwürdigen Äbtissin, so sagt man nicht, also hier im Dom mitfeiern. Ja.